Mein Bruder ist manchmal so störrisch wie du. Aber ich vertraue ihm. Der Bischof muss diesen Brief sehen. Mein Pony muss bald fressen. Sollte ich welche nehmen? Ich nehme hier lieber nichts mit. Ich kann mein Pony auch in Kingsbridge füttern. Ich sollte mein Pony füttern. Nehme ich mir einfach etwas Heu? Besser nicht. Das ist das Heu des Bischofs. Was liegt hinter dieser Pforte? Oh, ich darf mich nicht so ablenken lassen. Warum muss ich nur so unsicher sein? Ich vertraue Francis. Er kennt sich mit diesen Dingen aus. Wie kann ich euch helfen? Ich muss den Bischof sprechen. Wen darf ich dem Herrn Bischof ankündigen? Ich bin der Prior von St. John in the Forest. Und was soll ich Bischof Walleran als den Grund eures Besuchs nennen? Der Herr Bischof besteht darauf, dass ich diese Frage an Besucher richte. Ich fürchte, das kann ich nur dem Bischof selbst sagen. Der Herr Bischof möchte im Voraus Bescheid wissen. In diesem Fall werden wir eine Ausnahme machen müssen. Bitte wartet hier. Der Herr Bischof empfängt euch jetzt. Der ehrwürdige Herr Bischof Walleran Bigot. Bitte, setzt euch. Vielen Dank, ehrwürdiger Herr. Bitte nennt mich Walleran. Timothy berichtete mir, ihr seid der Prior von... St. John in the Forest, ehrwürdiger Herr. Dann seid ihr wohl Philip von Gwynedd. Ich bin überrascht, dass ihr meinen Namen kennt. Als Bischof bin ich ex officio Abt von Kingsbridge. Daher muss ich davon wissen. Nun, Gott hat uns in St. John gesegnet. Ich wünschte, von der Priorei Kingsbridge könnte man das Gleiche sagen.
Sagt mir, Prior Philip, was bringt euch zu so einer späten Stunde hierher? Timothy sagte, ihr wolltet es nur mir erzählen. Bitte, ich hoffe, ihr seid nicht nervös. Nehmt euch alle Zeit, die ihr braucht. Danke. Ich nehme an, ihr wisst, dass Stefan von Blois Anspruch auf den englischen Thron erhebt? Mit dem Segen der Kirche? So schnell? Ich habe von Plänen gehört und von Bestrebungen. Das ist sehr gut. Ich kenne Stefan. Als Bischof muss ich mich mit Politik befassen. Es ist immer gut, wenn die Kirche ein Wort mitredet. Mhm. Aber sagt, woher wisst ihr davon? Ah, steht euer Bruder Francis nicht im Dienste Graf Robert von Gloucesters? Hat er es euch erzählt? Ich hörte es in einem Gasthaus auf meinem Weg nach Kingsbridge. Leider sehe ich meinen Bruder nur selten. Ihr müsst beide sehr viel zu tun haben. Aber wieso bringt ihr die Politik zur Sprache? Sagt mir, Philip, warum seid ihr hier? War es falsch von mir, zu euch zu kommen, Herr Bischof? Hätte ich den Brief besser zum Sheriff von Shiring bringen sollen? Justus ist gottlos, arrogant und korrupt, wie alle Sheriffs. Philip, woher habt ihr diesen Brief? Ich habe ihn unter Prior James' Dokumenten in Kingsbridge gefunden. Ich bin dort ein paar Tage zu Gast. Prior James. Möge er in Frieden ruhen. Hat er nicht befohlen, dass alle Dokumente verbrannt werden sollen? Ihr wisst davon? Subprior Remigius hat es mal erwähnt. Ich habe die Brüder gebeten, James' Dokumente nicht zu verbrennen. Sie waren einverstanden. Ah ja. Und dort habt ihr den Brief gefunden? Ja. Timothy, lass uns allein. Und habt ihr sonst noch etwas gefunden? Nein, nur den Brief. Der Bote, der ihn bei sich trug, hatte einen Unfall und starb bei Kingsbridge. Im Krieg würden so viele sterben. Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Und tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Das Buch Hiob. Aber dies ist nicht das Werk Gottes, sondern des Grafen Bartholomäus. Ihr seid wahrlich der Mann, von dem ich so viel gehört habe. Ich werde mit Freunden von mir reden. Beten wir dafür, dass wir Graf Bartholomäus Pläne vereiteln können, bevor es zu spät ist. Ihr habt eine mutige Tat für die Kirche vollbracht, Bruder Philip. Eine wirklich mutige Tat. Ihr solltet jetzt nach Kingsbridge zurückgehen. Und kein Wort davon zum Sheriff, ja? Ich breche sofort auf. Kein Wort davon zu irgendwem. Verstanden.
Ich sollte mich auf den Weg machen. Wir sollten aufbrechen. Wir reiten besser. Ich sollte mein Glück nicht überstrapazieren. Wir finden dir unterwegs etwas zu fressen, alte Freundin. Hast du genug Proviant eingepackt? Nicht, dass du uns verhungerst, Alfred. Du meinst diese steinharten Nüsse? Ja, hab genug. Hat jemand Martha gesehen? Die ist pissen gegangen. Ich such sie. Bin gleich wieder zurück. Du bist auch Steinmetz, stimmt's? Mhm. Was hast du bisher gebaut? Jack würde sicher gern etwas über deine Arbeit hören. Häuser. Ich haue vor allem Steine. Ich habe noch nicht viel gebaut. Das muss anstrengend sein. Ja. Bäh. Sogar die guten fangen schon an, faulig zu schmecken. Und wie kommst du so zurecht? Passt schon. Du weißt schon, dass du keine Angst vor mir zu haben brauchst? Hab ich nicht. Tom sucht dich. Ich will hier nicht weg. Es ist so gefährlich da draußen. Da draußen gibt es Räuber. Tom wird sie verprügeln. Ich weiß nicht. Seit Mama tot ist, fühlt er sich so schwach. Gewöhnlich beschützt mich Papa. Aber er kann auch nicht immer da sein. Ich muss lernen, mich um mich selbst zu kümmern. Du musst lernen, dich zu verteidigen. Das will ich doch auch. Aber ich weiß nicht wie. Und ich will hier bleiben, wo es sicher ist. Das hier ist Karl der Große. Er wird dich beschützen. Oh. Bin ich seine Prinzessin? Das bist du. Zusammen seid ihr mutig, schlau und gebt niemals auf.